Ja, hallo, ich bin der Simon Dietzel, ich bin 21 Jahre alt und zurzeit mache ich die Ausbildung zum technischen Systemplaner bei HANA Technik. Zurzeit bin ich im dritten Lehrjahr. Davor habe ich die Realschule besucht. Nach meinem Abschluss dort bin ich weiter auf das einberufliche Gymnasium gegangen mit der Fachrichtung Maschinenbau. In dem Beruf technischer Systemplaner konstruiert man Stahlbauten. Dafür habe ich hier zum Beispiel ein paar Bilder. Da haben wir hier zum Beispiel einmal eine Stahlhalle, die wir gebaut haben. Und hier haben wir zum Beispiel ein Kunstwerk, was vor allem aus Fachwerken besteht. Das sind im Prinzip die einzelnen Dreiecke, die man hier drin sieht. In dem Beruf arbeiten wir vor allem am PC, dabei erstellen wir die Modelle. Und damit die Modelle später gebaut werden können und auch freigegeben werden können, erstellen wir einzelne Pläne. Da habe ich hier auch nochmal einen. Bei dem sieht man im Prinzip die einzelnen Träger, wo sie laufen. Und an denen kann dann zum einen der Kunde sehen, ob er mit dem Produkt zufrieden ist. Und der Statiker kann mit der Hilfe von denen dann auch durchrechnen, ob die auch so gebaut werden dürfen, ob das zulässig ist. Als Tätigkeiten in dem Beruf hat man vor allem, dass man am PC sitzt und das Ganze konstruiert und dann halt immer noch mit der Absprache, mit der Fertigung und den Projektleitern. Allerdings sitzt man dann nicht nur am PC, sondern geht auch immer mal wieder auf Baustellen, wenn zum Beispiel irgendwas aufgemessen werden muss oder wenn mit dem Kunden vor Ort noch irgendwas besprochen werden muss.